Nächster Erstkontakt auf der E3 2016. Das Startmenü habe ich schon weggeklickt. Diesmal ist es Dead Rising, Nummer 4, um genau zu sein. Ich habe den ersten Teil mal ein bisschen gespielt, danach nicht mehr wirklich. Darf man das eigentlich sagen? Der war doch böse indiziert, beschlagnahmt, was weiß ich nicht alle. Ich habe den ersten Teil nie gespielt. Ich habe zu dieser bösen Spielerei überhaupt keinen Kontakt. Nein, schauen wir mal. Bin kein großer Experte, aber dafür habe ich einen Experten an meiner Seite, einen der Entwickler, der mich so ein bisschen durch die Gegend führen wird, mir ein bisschen erzählen wird, was ich am besten machen soll, um euch ein bisschen Eindruck vom Spiel zu verschaffen. So, right trigger is to shoot. Okay. Left is to aim. Alright. X is melee. LB is to throw stuff. Genau. Okay, ja, Controls sind ganz normal. Can you tell me a bit about the situation I'll be in now? So this is a demo. Yeah. So this is only for the demo, it's not for the story or anything. Okay, also this is reines Demo-Level. So this is like a quick mission where you gotta go to the fire station and do the investigation. Okay, so zur fire station, also zum Feuerwehr-Hauptquartier gehen und mich dort mal ein bisschen umschauen. Oh, okay. Und so wahrscheinlich... all three weapons here. A crossbow with fireworks. Okay, das ist natürlich ein Crossbow, also... Whoa! Okay, das ist eine Armbrust so mit Feuerwerksraketen. Okay, und das ist eine Streitaxt, die offensichtlich durch Batterien ein bisschen unter Strom gesetzt wurde und hier sehr ordentlich aufräumt. Granaten habe ich auch. Schau mal. Ah. So if you go that way, yeah. To the right. Oh, okay. You want to follow the yellow diamond. Yeah. Es soll dem gelben Marker folgen und mich mal ein bisschen beeilen hier und mich nicht zu lange aufhalten. Ich glaube, diese Zombies alle zu töten, kriege ich nicht wirklich hin. Schauen wir doch mal. Okay, oben sehen wir auch eine Zeitbegrenzung für die Demo. Wir wissen also, das Video wird noch ungefähr 6 Minuten 44 Sekunden dauern. Jetzt hilft der Entwickler gerade wem anders. Ich bewege mich weiter hier in die Richtung. Mal schauen, was wir hier ist. Da schon mal ein bisschen aufräumen. Das macht doch Spaß. Nein, das macht keinen Spaß. Das ist gewaltverherrlichend. Was ist das? So those are for the Exosuit. Okay, also das ist eine spezielle Waffe für den, genau, für den Exosuit, den man hier da drin findet. Okay, mit B öffne ich das. Das ist eine Waffe, die kann man nur mit dem Exosuit benutzen, den ich wohl hier drin finden werde. Ja. Hier oben. Ist die Exosuit totally new to the... Yep. Okay, also die Exosuit ist komplett neu in der Reihe. Und eine neue Waffe oder Waffengattung, wie nennt man denn das, diese Kampfanzüge? There's another weapon here you can pick up, the ice sword. Au, oh, das sieht lecker aus. Ah, okay, einfach zum Hintergehen, mal B. Nice. How do you make an ice sword? So you need a sword and liquid nitrogen. Ah, okay. Also um ein Eis, so ein Eisschwert zu machen, falls ihr das mal zu Hause basteln wollt, braucht ihr, oh shit, braucht ihr einfach nur ein Schwert und flüssigen Stickstoff. Und schon habt ihr so ein Eisschwert und könnt euch durch die Zombie-Horden metzeln. You gotta kill all the zombies. Ah, okay. Er sagt mir gerade, ich soll jetzt erstmal hier alle Zombies abmetzeln. Nice. There are a couple more. Da ist noch einer. Zack. Wir sind überall liegen. Got a couple more. Ja. Zack. Der auch weg. Da ist noch mehr. I love that weapon. Yeah. Feels good, right? Hey, hatte ich doch. So. So now you gotta do your investigation. So you got, there's these dead soldiers on the wall. So you gotta take a picture of it. Oh, okay. So you use your right stick. Yeah. Yeah. So you want all four bars to be, yeah. Closer. Oh, closer. You want them all orange. Yeah, there you go. Ah, okay. Also ich muss darauf achten, dass so alle... We also have selfie mode, which is new. So if you tap it, yeah, just tap. Ah, just, okay. Ah,
okay, okay. And then you can use your left stick and you can change his face. That's like in GTA, isn't it? Yeah. Genau. Also wir sehen, genau wie in GTA 5 kann man hier wunderbare Selfies machen. Gut, wieder raus, genug fotografiert. Mann, das Spiel. That purple box is the exosuit. Okay, und hier ist die Exosuit drin. B. Ja, ist der. Wunderschön. Okay. Dann schauen wir doch mal, was wir damit ausrichten können. Hier geht's wieder raus. Ja, thank you, man. I'm in Car. Und dann schnappen wir uns doch mal diesen wunderbaren Flammenwerfer da mal. Und braten ein paar Zombies. Sehr schön. So now you can do YB again and you'll grab the zombies. Okay, mit Y. Achso. Oh, dann. Ich hatte eigentlich gerade eine Spezialattacke aufgeladen, aber das hat dann nicht funktioniert. So, soll ich dem Helikopter folgen? Now try it again. Schauen wir doch mal. Yep. Oh, okay. Oh. Nice. Ja, Dead Rising ist nicht zimperlich, das wussten wir alle schon. Schauen wir doch mal. RB can run. Okay. Okay, so geht's schneller mit RB, geht's ein bisschen flotter. Okay, natürlich kann ich einem Überlebenden helfen, den ich nicht gerade mit weggeballert habe. Oder? Ah ne, da drin ist er. Gut, geht's da rein. So you gotta clear out all the zombies around the box. Oh, okay. Ich muss also alle Zombies hier in der Gegend wegbratzen. Ah, jetzt kann ich den RB wieder machen. Den Spezialattacke wieder machen. So, nehmt das, ihr widerlichen faulen Biester. Komm her, zack. Noch irgendjemand, wer was will? Du möchtest noch. Zack. Jetzt macht die Zombie-Apokalypse doch ein bisschen mehr Freude. Okay. Achso, okay. Auf der anderen Seite ist der Eingang. Ach, da, ja. Das. So she gave you a weapon? Oh, ja. Oh, jetzt ist. Why is the exosuit gone now? It runs out of life. Ah, okay. Yeah. So it has a battery, so B to pick up. So that's a sticky bomb, so if you use LB, you can throw it on zombies. Alright. Yeah. Also, ich habe jetzt eine sticky bomb bekommen. Die Exosuit ist gerade verschwunden, weil sie ihre Lebensenergie verloren hat. Und dann irgendwann verschwindet sie einfach. Hier ist wieder ein Encounter. Schmeißen wir doch mal die sticky bomb und schauen, was passiert. Weiter, hier ist wieder ein Encounter. Wir haben nicht mehr ganz lange Zeit, deswegen renne ich mal einfach mal weiter. Schauen wir mal, ob wir da noch hinkommen. Überlassen die Überlebenden hier ihrem Schicksal. Du kannst jetzt nicht mehr laufen. Ah, jetzt da unten ist die Sprintleiste. Okay, und jetzt? So something's coming down. These are like little, like small bosses, mini bosses. Oh, es sind mini bosses kommen da raus jetzt. Und. Now he's dropped down, now you have to fight him. Okay, den muss ich besiegen. Hey, 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 hey. Nehmen wir doch mal. Boah. Okay, ich sollte hier vermutlich weg. Oh, je, je, je. So, schauen wir doch mal, ob wir das im Nahkampf erledigen können. Ah, okay, nicht im Nahkampf erledigen. Time's up. Oh,
Zeit ist abgelaufen. Okay. You're close. Ich habe es fast geschafft, den zu besiegen. Ich habe mich an Angst angestrengt und die anderen Überlebenden ihrem Schicksal überlassen. Das kommt auch davon, wenn man ohne eine elektrisierte Axt oder ein Feuerwerk, Crossbow oder eine Exosuit sich in der Zombie-Apokalypse rumtreibt, dann wird man eben in die Enge getrieben und stirbt. So kommt das halt. Ich bin nicht gestorben, denn ich hatte eben genau diese Waffen. Ja, hat Spaß gemacht. Gerne mehr davon.